Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 13. Da wir in der letzten Folge ja Kitaba noch nicht gemacht haben, werden wir in dieser Folge ein bisschen grinden. Und dann in der letzten Folge, wenn wir einen ordentlichen Gear- und Levelstand haben, werden wir Kitaba machen. Also diese Folge wird im Grunde nur grinden sein. Oh. Okay. Gerne doch. Ich habe geguckt, wo es sich lohnt zu grinden. Ich dachte erst Oasis, aber Oasis Level ist so niedrig. Das heißt, ich werde jetzt einfach in Feeding Trough leveln. Und 520. Jo. Und dann. Ja, schauen wir mal. Also ich kann ja 7 Level überleveln, also bis aufs 8. Level dann halt. Und wenn. Warte mal. Das Monster-Level ist 67, das heißt, ich kann bis 75 da leveln, also bis 4, bis ich 75 erreiche. Und das werden wir dann auch einfach mal machen. Schauen, wie lange das dauert. Ich hoffe, beim Grinden jetzt noch ein paar Ringe und einen Gürtel zu finden. Weil die Sachen, die ich habe, sind richtig, richtig mies. Okay, Bro. Die XP pro Stunde ist nicht ganz so geil. Aber es muss sein. Es muss leider sein. Reflect Physical können wir ruhig machen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Midnight.
Flame Totem. Dawn. Fuck. Okay, Bro. Wie viel Life Regen habe ich aktuell? 293, 294. Das ist nicht allzu viel. Alle 5 Sekunden kriege ich natürlich diesen krassen Boost an Life Regen, aber so, jetzt sind wir in Feeding Trove und schauen wir mal, wie viel XP pro Stunde wir hier machen können. Wir holen uns eine Seite und kommen auf der anderen Seite dann zurück.
Okay, wir sind da. Jetzt geht's wieder zurück. Hä, warum? Wo hängt der denn fest, Mann? Fünf Chaos von mir aus. Dum, da dum, da dum. Cold to spells, crit, cold res. Meh. It is good to see you. Warum bin ich in Akt 9? What? Warum bin ich nicht standardmäßig in Akt 10? Ist das so ein Quatsch? Ja, die Zone ist clear. Ja. So, jetzt gehen wir einmal hier rein und wieder zurück. Und dann, oh mein Gott. Es dauert ewig, bis wir das Level haben.
Das Gute ist, je höher wir leveln, desto schneller wird das auch gehen. Also es wird ab jetzt immer schneller, weil unsere Gems halt leveln und wir mehr Mana wegkriegen. Das erlaubt es uns, größere Packs zu pullen. Und ist auch mal ganz praktisch, einfach nur rumzugammeln, ein bisschen zu grinden, weil in der Zeit kann man dann ein paar Trades noch machen. Und ich habe aktuell so viele Items zu verkaufen, ist ganz gut, wenn die mal wegkommen. Der Weg ist nur ein bisschen lang zum Stash. Das ist ein bisschen nervig. Nicht zum Stash, also zum Hideout-Stash. Wobei der Weg dahin ist auch nicht wirklich das Nervige. Das Nervige ist wieder zurückzukommen. Weil hin kann ich ja einfach mit F5. Also slash Hideout. Zurück geht das leider nicht. Fuck, warum halten die so viel aus? Ist auch noch Int, oder? Naja. Ab dem nächsten Punkt kriege ich Regen und Burning Damage. Das ist ziemlich gut. Das macht das Farm auch noch ein bisschen leichter. Oh. Da geht's nicht lang. Ich glaube sogar, dass ich Righteous Fire schon benutzen könnte. Ich habe nämlich ziemlich viel Regen jetzt schon. Komm. Oh, gleich geht das Level up wieder los.
das war's mit der mit dieser Zone. Oh Mann, das wird eine Weile dauern. Upgrade. Da können so viele Stats drauf sein, ne? Fire Damage, Spell Damage, Cast Speed, Attack Speed, Burning Damage. Nix ist drauf. Holy moly. Nehmen gar keinen Schaden. Lol. Es kann echt sein, dass der Weg komplett versperrt ist. Lol.
Ich muss mal ein bisschen shit-talken. Tora. So. Boah. Das Gute ist, aktuell ist es noch nicht so, dass ich das Gegner einfach sterben, wenn ich in sie reinhüpfe. Das heißt, ich habe immer noch Zeit, wieder aus so einer Situation rauszukommen. Später, wenn ich Righteous Fire habe, sterben die wahrscheinlich instant. Also da muss ich dann ein bisschen besser aufpassen, dass ich nicht in ein Pack von Wobei Porcupines machen im Grunde keinen Schaden mehr, jetzt wo sie genervt wurden. Wenn man dann auch ein bisschen Blockchance hat... Wenn ich mir überlege, dass ich mit meinem Gladiator zwischen 100 und 200 Millionen XP pro Stunde auf der Brücke gemacht habe, ist das hier ganz schön langsam. 67, oh mein Gott. Mit dem Gladiator war ich schon 68, bevor ich überhaupt in Arc 9 angefangen habe.
Position 31. Das ist natürlich blöd. Okay. Was haben wir hier denn Feines? Gott, sind die schlecht. Ich hätte nichts dagegen, mal ein Upgrade zu finden.
Die Zonen in Akt 10 sind echt mies. Also von der XP her. Mana leer. Ich brauche mehr Mana Rack. No. Ich glaube, das ist auch der letzte Run, den ich hier aufnehme. Ihr seht jetzt ja, wie ich das mache. Und dann, keine Ahnung. Ich brauche irgendwas auf dem zweiten Monitor, was ich mir nebenbei angucken kann, während ich grinde. Und dann ist das nächste Video einfach direkt Kitava. So, hier müsste es jetzt noch Life Regen und Damage geben. Ja. Nice.
Ja gut, das soll es dann erstmal für dieses Video gewesen sein. Ich werde noch ein bisschen weiter grinden, weil ich will unbedingt noch den Gürtel und Ringe und Halsteil austauschen. Zumindest eins von den Teilen. Gürtel oder Ring wird wahrscheinlich am meisten bringen. Aktuell mein Live-Pool, also mit allem drum und dran, sind circa, ja, sind knapp 4K. Also noch ein paar Level machen, ein, zwei Teile austauschen, dann noch ein bisschen Regen-Notes mitnehmen und dann sollten wir eigentlich ready sein für Kitava. Also ich will auf jeden Fall diese fünf Notes hier noch mitnehmen. Also fünf Level mache ich noch. Dann bin ich 72, dann bin ich fünf Level über der Zone. Und das ist vertretbar, würde ich sagen. Beim aktuellen Level von Kitava. Also der wird ja definitiv noch genervt. Aber aktuell kann er dir einfach mal 3, 4K Hits geben. Okay, dem Char hier wahrscheinlich nicht, weil ich noch Fortify und Enfeeble habe, aber ja. Andere Builds sehen da alt aus. Dann, ja, das nächste Video wird dann das Kitava Kill Video sein. Oder das Kitava Rip Video. Je nachdem, schauen wir mal. Ja, dann bis zum nächsten Mal.